mir geholfen haben und alles für mich und meine Tochter gemacht haben, vor allem für Shania. Ich stehe hier in Bulgarien vor der Uniklinik in Varna, wo seit einer Woche die kleine Shania 3 Jahre alt liegt. Die Ärzte fanden sehr schnell heraus, dass sie einen Tischtennisball großen Tumor im Kopf hat, führten eine Not-OP durch und konnten 4 Zentimeter dieses Hirntumors bereits entfernen. Die Situation ist trotzdem immer noch sehr kritisch und das Problem hier in Bulgarien ist vor allem die Kommunikation. Ärzte können mit der Mutter immer nur dann über den Gesundheitszustand ihrer Tochter sprechen, wenn gerade ein Dolmetscher in der Nähe ist, und deswegen möchte die Familie ihre Tochter in Deutschland weiter behandeln lassen. Weil Shania beatmet werden muss und im künstlichen Koma liegt, ist der Transport allerdings sehr, sehr teuer. Es muss ein Privatjet eingesetzt werden, der speziell ausgestattet ist, in dem ein Ärzteteam ihre Körperfunktion jederzeit überwachen kann. Der Rettungsflieger ist gerade in Varna gelandet. Das Ärzteteam ist jetzt unterwegs zur Klinik und Shania wird gerade startklar gemacht. Mutter Alexandra sitzt hier auf der Intensivstation und ist einerseits natürlich sehr dankbar, dass es jetzt losgeht. Andererseits hat sie auch tierische Angst und Respekt vor diesem Flug, weil er natürlich schon riskant ist. Möchte verständlicherweise auch jetzt nicht vor die Kamera treten. Die Medikamente, die wir hier während dem Flug geben, sind sehr stark und wirken schon in geringen Dosen, weshalb wir spezielle Spritzenpumpen dabei haben, mit denen wir die Medikamente in sehr, sehr kleinen Mengen kontinuierlich geben können. Dazu gehören kreislaufunterstützende Medikamente, Medikamente, damit unsere kleine Patientin schlafen kann, und Medikamente gegen Krampfanfälle. Ich werde, die Anspannung fällt ab, auf einer gewissen Weise.